Ich bin relaxed und schau mir das Gelände an. Tag 1, Runde 2 und ich bin endlich dran. Ostblock ist da, Krater sind am Start. Der Gameplan steht, im direkt das Feuer klar. Der Gegner ist mir neu, doch egal wer er ist. Von Jeff Kings auf der Hill kommt hart wie eine Fist. Marines stehen stramm, die Bolter im Anschlag. Veterans im Schock, immer bereit für einen Glanztag. Magnus kommt an, denkt er ist ganz hart. 20 Thunder Hammer später ist der kleine Handbänder. Morty ist mad und schreit, du bist mein Buddy tot. Wir springen die Laterne, schicken ihn nach Malifaux. Wir scoren hart, primär oder sekundär. Preschen nach vorn wie ein Pferd oder Legionär. Bleiben stabil wie Custodes mit Speer und Schwert. Unser Profil, unser Ziel ist die 1, komm her. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe 40k-Athleten. Hier sind wir wieder da. Tag 1. Ne, ist es Tag 1? Ich weiß es nicht. Tag 1. Heute ist der Matchday. Pairings sind noch nicht da, wir haben es gegessen. Die Nacht war eigentlich gut, viel zu kurz. Aber war ein geiler Auftakt, muss man sagen, der Freitag. War schon mal stark, stark performt, viel gelacht. Das ein oder andere Kaltgetränk entzwirbelt. Und ja, was willst du noch sagen? Ich bin jetzt noch nicht so heiß wie Conny, der die ganze Zeit sagt Pairings, 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 aber ich bin auch trotzdem froh, wenn es losgeht. Was denn? Und wir haben hier noch natürlich den Dexter Number One hier am Start. Guten Morgen. Ja? Der eigentlich auch gar keinen Bock hat, gerade gefilmt zu werden, weil wir uns alle fragen, warum Major die ganze Zeit jetzt hier irgendwie sein Dings machen will. Nerven. Genau, Nerven. Also wir haben uns gestern richtig schön einen reingedonnert mit mehreren Leuten. Guckt euch mal die Gesichter an. Die saßen hier aber noch eben. Zwei sind schon abgehauen, die wollten ja nicht gefilmt werden. Grüße gehen an den Domi und die Conny raus. Die sehen einfach nur Kacke. An den Conny raus, die sehen momentan einfach nur noch Kacke aus. Vom Gesicht her. Ja, wir freuen uns jetzt auf die Pairings und dann würde ich sagen, reden wir vom ersten. Und reden wir vom nach dem ersten Spiel über uns. Ja, moin, jetzt sind wir. Erstes Spiel ist hinter uns. Ja, ich darf dich begrüßen hier auf unserem Channel. Ja, bei den Kings. Schönen guten Tag. Ja. Wie heißt du? Nenn doch mal eben, wie du heißt. Dennis Baumgartner, mein Name. Bin von den 40k Trolls aus Ulm. Oh, ja. War mein erstes Spiel gegen einen Member der King of Hills. Ja. Hat Spaß gemacht. Das? Sehr, sehr faire Spieler, muss ich dazu sagen. Einmal das Trikot. Jawohl. Wir laufen mittlerweile alle mit Trikots rum, das ist ganz cool. Muss sein, muss sein. Ganz klar. So. Das ist so, das ist moderne 40k eben. Ja. Ja, dann erzähl doch mal, was hast du gespielt? Ich habe heute die Custodes gespielt, ganz klar. Die circa 50% da drin. Welchen Shieldhost? Shadowkeepers. Ja. Als einer der wenigen tatsächlich. Für mich leider ganz klar ein Mismatch gegenüber dem Christian. Thousand Suns. Ja, Mortal Wounds mögen sie gar nicht. Shadowkeepers eigentlich ganz cool, denke ich mal, gegen Harlequins. Ne? Ja, doch. Und gegen andere Faction, die im Nahkampf wollen, aber gegen Thousand Suns wirklich ein etwas schwierigeres Match, muss man einfach so sagen. Ja, das stimmt. War schwierig für mich, aber... Vielleicht deine Secondaries einmal noch? Ja, No Prisoners habe ich gewählt. Da konnte ich leider gar nichts punkten. Hat sich gut versteckt. Ich habe dann noch gewählt Raise the Banner. Da ging eigentlich ein bisschen was. 10, 11 Punkte. Mhm, ne? Ja, und... Abhor the Witch. Ja, Abhor the Witch, wie gesagt. No Prisons, nichts getötet. Dann bei Abhor the Witch auch sehr wenig. Mhm. Ja. Und jetzt komme ich wieder mit dem ersten Knaller des Tages. Wir haben ja gestern bis abends 2 Uhr gezaubert. Ich so natürlich, wie immer, alles total durchdacht. Psychic Interaction, Raise the Banners, das ging klar. Und jetzt passt auf. Habe ich Wrath of Magnus genommen. Wrath of Magnus besagt, wenn ich mehr Einheiten mit Mortal Wounds tötet in der Ziehphase, dann kann ich quasi, kriege ich 3 Punkte. Das Problem ist nur, wenn der Gegner Zioniker dabei ist. Hat er nicht dabei gehabt. Runde 3 fällt mir das auf. Ey, Digi, wir müssen das Secondary streichen. Ich habe hier unheimlich Mucks gemacht. Dann habe ich mir das selber genullt. Also wie gesagt, so gehört es sich auch auf dem Turnier. Jeder macht mal einen Fehler, keine Frage. Aber muss man sich selber auch nullen. Gehört dazu. Dadurch wurde es dann spannender, weil ich selber die Scheiße mal wieder gebaut habe. Und ja, hat ein super angenehmes Spiel fürs Erste. Ne? Ja, war super. Hat eine Hall-2-Mission. Auch das mögen 1000 Suns nicht so.
hatte ich wirklich jetzt ein Glück gehabt, dass das Gelände wirklich gut stand. Ja, ne? Tatsächlich. Muss man ehrlich sagen. Und ja, ich würde jetzt nochmal gern einmal so ein kleines Shoutout von deiner Armee, einfach auch von der Optik her, zeigen. So. Erzähl mal ein bisschen was davon, weil die sehen ja schon echt gut aus, ist echt sexy. Es steckt ziemlich viel Arbeit drin. Ich habe sehr viel mit der Airbrush gearbeitet. Ich mache auch viel mit dem Pinsel, schaue, dass ich alles schön blende, Kantenakzente setze. Natürlich, wie soll ich sagen, also das erste Modell, das man dann beginnt, sieht dann anders aus als das letzte, das man gerade frisch vom Tisch nimmt, aber da darf man sich nicht beirren lassen, einfach weitermachen. Ich selber betreibe auch einen Channel auf Instagram, Moyoni Arts, und da sind auch ein paar Modelle zu sehen. Du musst unbedingt mir das nochmal schreiben, ich will das verlinken. Mache ich gerne, klar. Und ja, also nur so als Beispiel, vielleicht, man sieht es vielleicht nicht, aber nur mal so als Richtwert für die Leute, die sich fragen, so an den Bikes, es waren 10 Stück, ich saß ungefähr 120 Stunden, bis das alles dann fertig war. Also man sieht es vielleicht so auf den ersten Blick nicht, aber da steckt Zeit drin. Man sieht's, man sieht's. Ja. Super ordentlich, sieht aus, als wären die gerade aus der GW-Vitrine vom Warhammer-Welt gekommen. Also vielen Dank. Kann man ehrlich sagen, super schöne Armee. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall... Erzähl doch mal, bevor wir jetzt aufhören, eine Sache noch. Erzähl doch mal so ein bisschen so mit der Umgebung. Wir stehen ja jetzt hier draußen. Einmal hier so rum. Das ist für die Raucher. Drin zeigen wir euch ja gleich noch viel mehr. Erzähl mal so ein bisschen darüber, wie das Turnier quasi gesehen für dich, so die Umgebung, die Location. Wie findest du das? Ist das dein erstes Turnier? Also, es ist mein erstes großes Turnier. In dem Ausmaß, dass wir 100 Spieler haben, circa. Die Umgebung hier ist, klar, Autobahn, aber... Super Hotel, drinnen Wahnsinn, bekommt man nichts mit, super ruhig, alles top organisiert, auch was das Personal vom Hotel angeht, super freundlich und alles in allem, man fühlt sich wohl, super tolle Spieler bis jetzt, ich habe noch 4 vor mir, du auch, das wünscht man sich so, deswegen würde ich sagen, alles in allem, eine gute 10 von 10, ja. Und heute Abend hauen wir uns nochmal ordentlich an. Ach, sowas schon. Ich wünsche dir viel Glück mit deinem nächsten Gegner und ich hoffe, ich krieg den Adrian gleich nochmal vor der Linse. Der spielt nämlich selber mit seinem Custodes gegen Thousand Suns, gegen Jan Vajoris. Also auch wirklich ein guter, ein sehr starker Kandidat. Mal gucken, was der gleich noch zu sagen hat. Wunderbar. Vielen Dank. Moin zusammen und jetzt nach der zweiten Runde haben wir den Top-Table gerade beendet und hier seht ihr einmal von den Breaking Heads den Newton Fred und einmal von Mini Paradise den Newton Flojo. Ja, dann erzählt mir doch mal erstmal, wie ist es ausgegangen? Wie ist das? 5 Punkte Unterschied, 54 zu 49 für Flo. Genau. Also, ich weiß nicht, ob die... Dankeschön. Ebenso. Ich weiß nicht, ob die Leute das wissen. Es ist ein Mirror-Match gewesen. Also Harlekine gegen Harlekine. Ja, sehr interessantes, spannendes Spiel. Danke. Und
Ja, was soll man sagen? Du musst es anfangen. Ich glaube, das war... Ich verstehe nicht, warum du anfangen wolltest. Am Anfang wolltest du nee, anfangen. Ich wollte nicht anfangen. Wegen Bannerhöhe. Alles ein Bluff. Alles ein Bluff. Flo hat gesagt, er will anfangen. Nee, ich musste anfangen und dann musste ich vor. Und um Engage zu machen, um Deadly Performance zu machen. Wir hatten beide Deadly Performance, wir hatten beide Engage. Deadly Performance ist das von den Harlequins, wo man in Viertel muss, Marker halten, die man vorher nicht gehalten hat, oder Sachen erschießen. Das haben wir beide eigentlich ziemlich gut hingekriegt. Ja. Runde 1 kann ich halt nichts machen, weil wenn ich vorgehe und das machen will, dann opfer ich zu viel. Und ich dachte eigentlich, ich gehe ziemlich nur an den Seiten vorbei. Und dann kommt der Flo, hier ein Star Weaver, hier ein Void Weaver und snipe mir einfach beide Star Weaver weg. Aber so passiert das halt. Ich glaube, in Runde 3 hast du dafür gar keinen Schaden gemacht. Ja, ne? Da ist irgendwie also, alles abgeprallt. Genau. War sehr durchwachsen. Ich meine, so ist das halt mit 4er Rittern. Mal sind die super, ja. Mal sind die scheiße. Entschuldigung, darf man das sagen? Ja. Sind die nicht so gut? Ja. Und Flo hatte Banners, das war, ja. Also wenn du jetzt nicht noch die letzte Runde umsonst spielen könntest. Das war tatsächlich, ne? So mein Cocky-Pick. Ich dachte, wenn ich anfange, setze ich direkt 2, mehr reicht, also mehr brauche ich nicht, das reicht mir. Ja. Und dann halt, das wird super killy, das Spiel, und am Ende habe ich noch so 2-3 Lurchis da rumlaufen und die setzen mal noch irgendwo einen Banner drauf und dann mache ich so meine 10 Punkte. So, das war eigentlich das, wo ich drauf spielen wollte. Das ist aber zu gut geschafft, die Banner wieder abzureißen. Ne? Ja, bei Harlequins sind auch super schnell mit den Troops. Ich glaube, ich habe sogar einen Fehler gemacht. Ich hätte, als ich an der einen Flanke hochgegangen bin, hätte ich auch doch die Troops drin lassen sollen. Weil du hättest sie nicht weggekriegt. Eigentlich wollte ich halt verhindern, dass du 2 Kills kriegst. Ja. Und dann schießt du den anderen noch weg. Aber klar, so passiert das. Genau. Ansonsten beide Engage. Ja. Ich glaube, da gingen die am Ende einfach die Units aus. Ne? Also Fred hat da am Anfang auch gut gescored, aber dann... Wir finden die Starbiger. Genau, ja, einfach keine Autos mehr gehabt und dann wird es halt auch schwierig. Ja, du hattest noch Rod, ne? Ja, ja, das hat super gut funktioniert. Ich finde, man muss das Harlequin River eigentlich ziemlich defensiv spielen, aber am Ende hatte ich jetzt einfach nicht genug Zeit. Ich bin noch nicht, das ist jetzt mein irgendwie 5. Harlequin-Spiel oder 4. oder sowas. Und ich hab keine 5. Runde gehabt, konnte nochmal Rod machen. Und Flo konnte halt durchscoren, aber das war echt hin und her. Und yes. Ja. Chris will noch was sagen. Mega, erstmal Dankeschön, dass überhaupt, dass wir jemanden im Top-Table haben. Wirklich zwei sehr, sehr, sehr gute Spieler. Danke. Ich würde hier gerne am liebsten noch mal einen schönen Shout aus, weil es sind eben zwei andere YouTube-Kanäle. Hör mal, Fred, du kannst jetzt mal loslegen. Hier, bin von den Breaking Heads. Wir haben auch einen YouTube-Kanal, Breaking Heads findet man sofort. Haben auch eine Webseite, haben auch einen Podcast, haben einen Coaching-Service. Ich veranstalte auch Turniere und fahrt da mal hin, guckt da mal vorbei. Vielleicht interessant auch, weil das auch ganz große Namen sind. Wer ist denn noch so als Coach bei dir? Ach so, ja. Matthias Quark, der war ja auch bei Kings of Hill schon mehrfach im Podcast so als Gast. Manuel Bay, der ist so ein bisschen Podcast-scheu, aber dafür auf Turnieren umso besser. Der spielt so Tau, ohne Vorbereitung zu haben und macht dann halt immer so alle Leute platt. Also wirklich auch sehr frei, international gesehen, sehr, sehr erfahrene Spieler. Und wir haben noch Malte. Sorry, Malte, sonst kriege ich Sachen drauf. Malte ist auch ein guter Spieler. Natürlich. Der macht die Tau immer im TTS kaputt, da mit den Tyranniden. Der Stimmungsmacher schlechthin, gerade als Moderator, der moderiert ja bei euch. Ja, genau, jetzt auch wieder beim nächsten Cup. Vielleicht auch interessant, Breaking Heads organisiert eigene Turniere. Sie streamen auch live die Spiele, nicht zu vergessen. Da ist ein schöner großer Malte, der macht das super, super toll als Moderator. Schaut mal rein, finde ich auch super, gucke ich auch immer super gerne. Ja, danke dir. Gerne. Und Flo? Dann kommt der nächste. So. Genau. Ich stehe fürs Mini Paradise quasi ein und wir haben auch einen YouTube-Kanal. Schaut auch gerne mal rein, wobei unsere 40k-Abteilung im Moment doch da etwas mau ist. Also wir haben ja schon länger keinen Battle Report mehr gemacht. Einfach weil uns die Zeit fehlt. Ne? Wir haben gerade privat so viel zu tun. Ja, genau. Der Lim ist ja auch dabei. Der muss das eigentlich mal in die Hand nehmen. Wir hoffen, dass es demnächst wieder weitergeht. Ansonsten guckt euch ein paar alte Reports an oder AOS ist sehr aktiv bei uns. Ich glaube sogar, das ist euer Ding so, auch für Leute, die mal jetzt in AOS reinstuckern. Da sind eben, wie gesagt, bei Breaking Head sind die Jungs eben viel von WTC Germany Team unterwegs. Da würdet ihr demnächst was sehen. Jetzt bei dem Mini Paradise seht ihr eben das Germany Team vom AOS, was da unterwegs ist. Ja, genau. Wir sind eher so die kleinen Clowns. Kind aufs Helden. Nein, Spaß beiseite. Ja, super, ich danke euch. Ja, danke dir. Für das Interview. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Euch noch viel Glück beim Turnier. Danke. Und CSM viel später.